احنا كنتواجدوا في المرحله الثالثه ديال الدوره التكوينيه لتكوين الطيارين الدوليين، والهدف من التواجد ديال المشاركين في هذه الدوره في المدينه الجديده هو تعميق المكتسبات ولا المسائل اللي تعلموها في بون وفي دانكيرك. Im Prinzip haben wir die Sachen, die wir schon in Bonn und Dunkirk gelernt haben, noch weiter vertieft. Wie zum Beispiel die Dekryptage, bei der wir jetzt diesmal auch selbst die Fragen uns ausdenken sollten und für die anderen Gruppen weitergeben sollten. Oder die Sprachanimation, die wir jetzt auch selbst durchführen müssen. Jeden Morgen kommt eine Gruppe dran, muss selber eine Animation machen. In der Theorie sind wir noch tiefer in das Thema der Stereotype und Vorurteile reingegangen, haben uns selbst nochmal darauf sensibilisiert und Methodiken kennengelernt, wie wir andere Gruppen darauf sensibilisieren können. Weiterhin sind wir tiefer in die Geschichte reingegangen, die Geschichte Marokkos und speziell El Jadidas, die eine interessante Kolonialgeschichte durch die Portugiesen erlebt haben. Dafür haben wir uns verschiedene portugiesische Städte angeschaut, was auch sehr interessant war. Aujourd'hui, on a cuisiné des plats de la région d'El Jadida par petits groupes. Et en fait, en cuisinant, on a appris pas mal de choses par rapport à la région et ça fait partie de la culture de chacun, c'était chouette. Pour donner un exemple d'un acquis concret que j'ai pu faire pendant cette formation, c'est la différence entre un cliché et un préjugé. Un cliché, ça va être une image qu'on va avoir de l'autre, alors qu'un préjugé, ça va être une image mais avec un jugement de valeur. Donc pour matérialiser la chose, on a eu un exemple avec les Allemands. Alors un cliché, ça va être les Allemands boivent de la bière, et le préjugé sera tous les Allemands sont alcooliques. Le plus important pour moi, c'était d'être dans un cadre interculturel où c'était vraiment franco-germano-marocain. C'est très important pour moi pour être sensibilisé à toutes ces cultures. Et en même temps, travailler en même temps sur la théorie et la pratique. À savoir sur la pratique, un petit exemple, aujourd'hui nous étions dans un centre de jeunesse et on était amené à pratiquer vraiment toutes nos connaissances avec des jeunes qu'on ne connaissait pas. في مرحلة ثانية قمنا بالمرور إلى ما هو تطبيقي. بمعنى وأقصد هنا مرحلة التي كنا فيها في دانكيرك في فرنسا ومرحلة الجديدة حاليا. هي المرحلة الثالثة حيث كان تميزت بطغيان العمل التطبيقي، اعتمدنا عمل المجموعات، اعتمدنا تقنيات من قبيل المسرح، من قبيل التعبير الجسدي للوصول إلى أهداف متعلقة بالتبادل الثقافي. Das Seminar in El Jadida vervollständigt inhaltlich die Grundausbildung für angehende Teamerinnen in interkulturellen Begegnungen. Beispielsweise haben wir das Thema Konflikt und kreative Konfliktlösung im interkulturellen Kontext behandelt. Und am Ende stehen dann die Auswertungsgespräche mit den Teilnehmerinnen für das Zertifikat des DFJB. Donc là, je sors juste de mon évaluation pour obtenir le certificat. Et c'est bien parce que j'ai eu des critiques positives et négatives. Et ça me fait réfléchir pour la suite. Ben, en fait, انا جد 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 مسرور وجد راضي على هاد التجربه اللي استفدت منها مجموعه ديال الامور على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي وانا في الحقيقه جد 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 سعيد لهاد التجربه. Also ich bin nach den drei Wochen jetzt sehr zufrieden. Wir haben sehr viel gelernt, theoretisches, aber auch wie wir es in der Praxis anwenden können. Wir haben es an uns selber ausprobiert, wir haben es an anderen Jugendlichen, an marokkanischen Jugendlichen ausprobiert. Und ich werde auf jeden Fall weiter in diesem Bereich arbeiten wollen und anderen Gruppen auch diese Möglichkeit geben, dieses interkulturelles Erlebnis zu erfahren.